Ja, weil jetzt Martin Klein, Martin, ihr habt alles gegeben. Am Ende war der auch sogar einem Treffer nahe. Da habt ihr ein Tor kassiert aus einer Standardsituation raus. Kann man auch viel Positives mitnehmen aus dieser knappen Niederlage? Ja, ich habe der Mannschaft gerade gesagt, also wer so spielt, der hat den Abstieg und den letzten Tabellenplatz definitiv nicht verdient. Wir haben auch die letzten Wochen schon so eine gute Leistung abgerufen, waren immer nah dran, gegen Nittel hat es sogar gereicht für den Dreier. Und wie gesagt, wenn man mit so viel Leidenschaft sich da reinkämpft und so enge Spiele eben auch gut gestaltet und kämpferisch gut gestaltet, der kommt da unten auch raus. Und das habe ich meinen Jungs gesagt und dementsprechend gehen die Köpfe auch nach oben. Was muss denn jetzt noch besser werden im weiteren Verlauf der Rückrunde? Oder natürlich müssen auch fehlende Spieler zurückkommen, ist auch ganz wichtig, oder? Wir haben natürlich eine riesengroße Verletzten-Misere und in erster Linie müssen die Jungs sich jetzt über den Winter erholen einfach. Ich denke, die Pause tut uns gut. Danach werden wir uns nochmal neu aufstellen, uns wirklich ordentlich vorbereiten und dann werden wir nochmal angreifen, definitiv.